Am kommenden Montag geht sie für Borussia Dortmund endlich so richtig los, die Saison 2018-19. Mit der DFB-Pokalpartie bei Zweitligist Greuther Fürth 20.45 Uhr im Live-Ticker erfolgt der Pflichtspielauftakt. Sechs Tage später geht es in der Bundesliga gleich mit dem Topspiel gegen RB Leipzig erstmals zur Sache. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf RZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Das Duell in Fürth könnte für Axel Witzel zum Debütantenball werden. Der belgische Neuzugang ist mittlerweile offiziell spielberechtigt. Ob der WM-Star auch tatsächlich auflaufen wird, ließ Trainer Lucien Favre aber offen. Derweil könnte es aus Spanien an diesem Wochenende eine Finanzspritze geben. Der nächste Bonus für den abgewanderten Ousmane Dembele soll fällig sein. Geld, das der BVB womöglich bald wieder investieren wird, denn ein neuer Stürmer wird weiterhin gesucht. Aktuell stehen mit Alexander Isak und Maximilian Philipp hierfür zwei Optionen parat, die wohl keine Ideallösungen wären. Gehen könnte neben einigen anderen offenbar noch Julian Weigel, den PSG jagen soll. Die Franzosen will der BVB nun aber wohl mit einem Mega-Preisschild für den Mittelfeldmann abschrecken. Goal hält euch in diesem Artikel am Samstag rund um die aktuellsten News und Transferentwicklungen beim BVB auf dem Laufenden. PSG abschrecken. BVB verpasst Weigel offenbar Mega-Preisschild. Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund dürften sich freuen, sollte ihr ehemaliger Angreifer Ousmane Dembele vom FC Barcelona am Wochenende beim La Liga-Auftakt gegen Deportivo Alaves zum Einsatz kommen, wäre dies sein 25. Spiel für die Katalanen, die dann rund 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen an Borussia Dortmund abdrücken müssen. Dies berichtet die Bild. Für das 50. 75. und 100. Pflichtspiel des Franzosen im Dress der Blaugrana wird der Bundesligist ebenfalls die gleiche Summe erhalten. Diese Klauseln waren beim Transfer des Franzosen 2017 eingebaut worden. Auch bei einer erneuten Qualifikation für die Champions League wird eine weitere Zahlung an Dortmund fällig, ebenso wie bei einem Gewinn der Königsklasse. Borussia Dortmund, Axel Witzel ist bei Greuther Fürth spielberechtigt. Bundesligist Borussia Dortmund kann in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten SPVGG Greuther Fürth am Montag auf Neuzugang Axel Witzel bauen. Wie der BVB am Samstag mitteilte, hat der belgische Mittelfeldstar am Freitagabend seine Spielgenehmigung erhalten. Ob der WM-Teilnehmer, den Dortmund für 20 Millionen Euro Ablöse vom chinesischen Super League-Club Tianjin Kanchiin verpflichtet hatte, gegen Fürth schon in der Startelf steht, ließ Trainer Lucien Favre jedoch offen. Er hat nur ein Spiel gemacht, er hat nur 20 Minuten gegen Lazio Rom gespielt. Es wird ein wenig eng, dass er am Montag von Anfang an spielt, mal sehen, sagte der 60 Jahre alte Schweizer. PSG abschrecken. BVB verpasst Weigel offenbar Mega-Preisschild. Die Gerüchte über ein Interesse von Paris Saint-Germain an Mittelfeldspieler Julian Weigel halten sich weiterhin hartnäckig. Borussia Dortmund will den französischen Meister nun aber offenbar mit einem extrem hohen Preisschild für den 22-Jährigen abschrecken. Dem Journalisten Nabil Djellit zufolge, der unter anderem für France Football arbeitet, würde der BVB eine Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro für Weigel aufrufen. Wenn dem tatsächlich so ist, will Dortmund Weigel trotz der Verpflichtungen von Thomas Delaney und Axel Witzel für das Mittelfeldzentrum wohl sehr gerne halten. Gemeinsame BVB-Zeiten, Ilkay Gündogan schwärmt von Mario Götze. Ilkay Gündogan hat via Instagram verraten, dass Borussia Dortmunds Mario Götze der talentierteste Spieler war, mit dem er je gemeinsam auf dem Platz gestanden hat. Er war einfach unglaublich im Training, erinnerte sich Gündogan, seit 2016 bei Manchester City unter Vertrag an gemeinsame BVB-Zeiten mit Götze.
In Dortmund waren die beiden Mittelfeldspieler von 2011 bis 2013 gemeinsam aktiv, feierten unter anderem das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal 2012 und zogen 2013 ins Champions League-Finale ein. Der FC Chelsea bleibt an Christian Pulisic interessiert. Der englische Top-Club FC Chelsea hat nach Goal-Informationen weiterhin großes Interesse an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Christian Pulisic. Im in England bereits geschlossenen Transferfenster war der US-Amerikaner angeblich für 75 Millionen Euro zu haben, was die Blues zunächst abgeschreckt hat. Ein zukünftiger Transfer des Flügelspielers ist deshalb aber überhaupt nicht ausgeschlossen. Chelsea hat auf den Flügeln zahlreiche Optionen, so dass ein Kauf des 19-Jährigen keine zwingende Notwendigkeit war. Stattdessen galt es, andere Löcher im Kader zu stopfen. Der neue Trainer Maurizio Sarri entschied sich also dazu, erst einmal mit den bereits vorhandenen Spielern zu arbeiten, bevor er sich für einen Transfer in der Größenordnung eines Pulisic-Deals entscheidet. BVB-US-Talent Giovanni Reyna kommt im November. Als Juniorennationalspieler Giovanni Reyna steht vor einem Wechsel zu Bundesligist Borussia Dortmund. Der Sohn des früheren Bundesliga-Profis Claudio Reyna soll nach Goal-Informationen im November nach Deutschland kommen, dann feiert er seinen 16. Geburtstag und soll fortan in der Akademie des BVB ausgebildet werden. Giovanni Reyna spielt aktuell für die U17-Auswahl der USA und gilt als eines der größten Talente des Landes. Auch in der U15 war er bereits Nationalspieler. Ausgebildet wurde er in der Jugend von New York City FC. Dort arbeitet sein Vater Claudio als Fußballdirektor und der Filius führte NYC FC im Juli zum Gewinn der U18-U19 Development Academy Championship. Hier geht's zur ganzen Meldung. BVB, Brun Larsen im Training verletzt, wohl 2 Wochen Pause. Angreifer Jakob Brun Larsen, 19, steht Borussia Dortmund in der 1. Runde des DFB-Pokals sowie beim Auftakt die neue Bundesliga-Saison nicht zur Verfügung. Wie der BVB am Donnerstag mitteilte, hat sich der Däne im Training am rechten Fuß verletzt. Brun Larsen, der unter dem neuen Trainer Lucien Favre zu den Gewinnern der Vorbereitung bei den Schwarz-Gelben zählte, soll nach Vereinsangaben innerhalb der nächsten 2 Wochen wieder ins Training einsteigen. Der BVB tritt am kommenden Montag 20.45 Uhr im Live-Ticker im DFB-Pokal bei Zweitligist SPVGG Greuther Fürth an. Am 26. August empfängt der Champions League-Teilnehmer am 1. Bundesligaspieltag RB Leipzig. Borussia Dortmund wollte Arsenal-Juwel Guendouzi für rund 8 Millionen Euro, wechselte Matteo Guendouzi im Sommer vom FC Lorient zum FC Arsenal. Vor seiner Unterschrift in London soll laut Independent auch der BVB interessiert gewesen sein. Hier könnt ihr ein Porträt über den Wunderknaben lesen. Bereit für die Premier League. Arsenals NXGN-Talent Matteo Guendouzi ist ein Star von morgen. BVB-Sportdirektor Michael Zorc zur Stürmersuche. Es muss Sinn ergeben. Michael Zorc hat betont, dass die Stürmersuche von Borussia Dortmund aktuell Geduld erfordere, da es bei dem zu verpflichtenden Spieler passen müsse. Es muss Sinn ergeben, sagte der Sportdirektor des BVB den Ruhrnachrichten. BVB-Talent Dario Scuderi feiert Comeback nach Horrorverletzung. Vor fast 2 Jahren erleidet Dario Scuderi einen Totalschaden im Knie. Die Karriere des BVB-Talents scheint beendet. Doch er kämpft sich zurück. Hier könnt ihr nochmals die bewegende Geschichte des Nachwuchsstars nachlesen. Tianjin Kanchi in Anthony Modeste bringt sich bei Borussia Dortmund ins Gespräch. Das Abenteuer China ist für den ehemaligen Bundesliga-Torjäger Anthony Modeste offenbar nach 13 Monaten beendet. Der 30 Jahre alte Franzose fehlte am Wochenende im Kader seines Super League-Clubs Tianjin Kanchi in beim 3:3 gegen Peking Rene. Modeste soll angeblich vor einer Rückkehr nach Europa stehen.
Sein ehemaliger Club OGC Nizza hat bereits Interesse bekundet, berichtet die L'Équipe. Den Ex-Kölner kann sich aber auch einen Wechsel zu Bundesligist Borussia Dortmund mit dem neuen Trainer Lucien Favre vorstellen. Borussia Dortmund wäre sehr interessant. Das könnte ich mir gut vorstellen, sagte der Torjäger Sport 1. Modeste weiter, ich würde niemals Nein sagen zur Bundesliga. Aber darauf muss ich gerade noch warten, momentan besteht kein Interesse aus Deutschland. Eine Rückkehr in die Bundesliga wäre einfach nur perfekt, Borussia Dortmund, Marco Reus kündigt bessere Disziplin beim BVB an. Marco Reus hat ein disziplinierteres Verhalten innerhalb der Mannschaft des Borussia Dortmund in der kommenden Saison angekündigt. Als Herausforderer des Dauermeisters FC Bayern sieht der Offensivspieler die Borussia in dieser Saison nicht. Wichtig ist, als Mannschaft noch enger zusammenzuwachsen. Das war im vergangenen Jahr extrem schwierig, auch weil es intern diese Probleme mit der Disziplin gab. Ich bin sicher, das wird sich diese Saison komplett ändern, sagte Reus im Interview mit dem Kicker. BVB-Coach Lucien Favre über Axel Witzel, noch nicht bereit. Nach dem Testspielsieg gegen Lazio Rom am Sonntag 1:0, hat sich BVB-Trainer Lucien Favre zu Neuzugang Axel Witzel, einem möglichen Neuzugang für die Sturmreihe sowie noch anstehenden Verbesserungen im Spiel der Borussia geäußert. Ich hoffe, dass er eine wichtige Rolle spielen wird. Er ist ein erfahrener Spieler. Aber natürlich ist er noch nicht bereit. Er hat in den Ferien sein Programm gemacht, aber er braucht ein wenig Zeit, sagte Favre über den WM-Dritten. Der Belgier wurde gegen Lazio in der 74. Minute eingewechselt und absolvierte seine erste Viertelstunde im Trikot der Borussia. Axel Witzel bestätigt, Bayern hatte Interesse an mir. Axel Witzel hat das Interesse des FC Bayern München an einer Verpflichtung des Belgiers bestätigt. Die Münchner fragten vor einem Jahr bei Witzels Ex-Club Tianjin Kangjiang wegen ihm an. Ja, das stimmt. Sie haben nicht mich angerufen, sondern meinen damaligen Trainer, Fabio Cannavaro. Und er hat dann ganz nett und höflich zu Carlo Ancelotti gesagt, dass es nicht möglich ist, erklärte Witzel im Interview mit der Bild. Sebastian Rode auf Sampdoria Genuas Zettel. Derzeit verhandelt Sampdoria Genua mit dem Hamburger SV über einen Transfer von Albin Ekdal. Sollte dieser nicht zustande kommen, haben die Italiener bereits eine Alternative im Blick, Sebastian Rode von Borussia Dortmund. Die italienische Zeitung Il Secolo 19 berichtet, dass es zwischen Genua und dem HSV derzeit noch Unstimmigkeiten bezüglich der gebotenen Ablösesumme gibt. Serie A-Club bietet rund 1,5 Millionen Euro für Hamburgs Mittelfeldspieler. Ömer Toprak bei Fenerbahçe im Gespräch. Unter Neutrainer Lucien Favre scheinen Manuel Akanji und Abdou Diallo die stammenden Verteidigung zu stellen, für den 29-jährigen Routinier Ömer Toprak bliebe nur die Bank. Das türkische Online-Portal fotomac.com.tr will nun erfahren haben, dass Fenerbahçe versucht, Toprak per Laie in die Süper League zu locken. Sportdirektor Damien Comolli soll seinen Dortmunder Kollegen Michael Zorc bereits kontaktiert und eine offizielle Anfrage bezüglich einer Leihe gestellt haben. Berater erklärt, so lief der Witzel-Transfer zum BVB. Paul Stefani war als Berater maßgeblich am Transfer von Axel Witzel zu Borussia Dortmund beteiligt. Gegenüber der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws erklärt der Spielerberater, wie der Wechsel zustande kam und wie die Verhandlungen liefen. Startschuss des Wechselwunsches war laut Stefani der 11. Juni, an dem der Mittelfeldspieler ihm erstmals gestand, dass er vielleicht weg aus China möchte. In der Folge stellte der Agent Kontakt zu Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke her. Ich habe ihnen erklärt, dass der portugiesische Anwalt von Witzel in China eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro hinterlegt hat. Das klang wie Musik in ihren Ohren, weil sie dachten, dass Tianjin rund 60 Millionen Euro fordern würde.
BVB. Diese Transfers stehen für die Saison 2018/19 schon fest, mehr zum BVB.